Hallo und guten Abend. Das ist jetzt der Tag 2 meines Quarantäneberichtes. Wie geht's mir? Ich bin ein bisschen schwach auf den Beinen, aber relativ klar im Kopf. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und zwar mit nichts anderem als mit der Bewältigung meines Virusausbruchs. Ich habe x-mal versucht, nicht nur das Gesundheitsamt zu erreichen, sondern ich habe Bürgertelefon angerufen. Ich erhielt eine Servicenummer, an die ich mich melden soll. Ich habe, glaube ich, 20 Mal angerufen. Es war immer belegt. Das heißt, ich bin jetzt schon 30 Stunden, ohne dass das Gesundheitsamt mit mir auch nur Kontakt aufgenommen hat. Ein zweites großes Thema. Ich habe dringend versucht, natürlich die Lufthansa zu erreichen. Ich bin auf 5F am Freitag um 16 Uhr zurückgeflogen und natürlich die Reihen 3 und 4, aber auch die Reihe 6 und 7, die sind gefährdet und ich wollte das irgendwo adressieren. Das Gesundheitsamt hat mich ja nicht. Konnte ich ja nicht informieren und die Lufthansa ständig belegt. Das heißt, ich bin im Grunde sehr, sehr hilflos, nicht mit mir selber, sondern mit der Frage, wie warne ich eigentlich Menschen, die mir zu nahe gekommen sind. Der einzige Lichtblick war, die Ärztin aus Berlin hat angerufen und sie hat mir nochmal gesagt, wenn ich zu fiebrig bin, oder wenn ich extrem kurzatmig werde, was ich nicht tue, dann soll ich wirklich den Arzt oder das Krankenhaus anrufen. Natürlich habe ich Unmengen Fragen bekommen heute online. Wann muss man denn in Quarantäne? Ja, wahrscheinlich, so ist es bei uns Abgeordneten gewesen, wenn du einen Infizierten 15, mindestens 15 Minuten und in weniger als 2 Meter Entfernung sozusagen mit ihm in Kontakt gewesen bist. Aber ich vermute mal, dass schon eigentlich wenige Minuten oder Sekunden ausreichen. Zum Zweiten wollten Menschen mir Fake News mitteilen, dass die Chinesen den Virus in die Welt gesetzt haben, um die deutsche Wirtschaft kaputt zu machen. Oder das Thema, dass Ibuprofen sozusagen die Ausbreitung des Virus begünstigt. Alles Kokolores. Bitte schön, glaubt nicht an diese Fake News. Die Britta hat mich gefragt, was macht das Virus mit deiner Seele? Und ja, das war eine spannende Frage. Ja, ich denke ab und an tagsüber über die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens und auch über die Zerbrechlichkeit von uns Erdenmenschen nach, wenn jetzt so ein Virus quasi die Welt erobert. Einige haben mir online gute Ernährungstipps gegeben. Das mit den Snickers gestern, das hat natürlich einige schon zur Animation verleitet, zu sagen, bitte, lieber Thomas Sattelberger, Gemüse und frisches Obst essen. Und liebe Freunde, die Sie mir jetzt zuhören, die überwiegende Mehrzahl der Menschen in diesem Lande wird gut durch diese Krise kommen. Es wird schwer sein, es wird uns belasten, aber die überwiegende Mehrzahl wird es im guten Sinne schaffen. Und ganz wichtig ist es im Grunde, dass wir die Schwachen, die Älteren, dass wir die schützen. Und ansonsten und nicht in Panik verfallen, sondern mit gesundem Menschenverstand und nüchtern das Thema annehmen. Ganz lieben Dank.